Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start. Herzlich willkommen zu einem neuen Mega-Rennen, Leute. Mit dabei heute wieder Max und Rustig, Leute. Wir werden wieder um 3000 Euro insgesamt, also jeder 6000 Euro rein, spielen, Leute. Und zwar, ich will die einfach abziehen, Leute. Da geht nichts hier dran vorbei. Wir werden sabotieren, wir werden gewinnen, Leute. Lasst kein Like, habt ihr Glocke aktiviert. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, Leute. Let's go. 1000 Dollar auf mich, muss sein. Let's go. So, ja, Boys. Ich will wieder Geld verlieren, habe ich das richtig verstanden? Du willst Geld verlieren, Max? Gar kein Problem, ich will Geld verlieren. So, jetzt werde ich hier mal euch zeigen, wie das läuft, Junge. Turbo Boost, Turbo Boost. So, oh, ich bin da. Beiseite hier, Schmalspure. Was für Beiseite, Bro? Komm, wie schnell ich bin. Also, ich bin jetzt den ersten. 3, 2, 1 und. Hey, hey! Oh, oha, was ist das denn? Oha. Was ist das? Ah, okay, man muss hier, das nein. Ist immer erstmal so dieser erste Moment, wenn man die Rampe das erste Mal sieht und man auch gar nicht weiß, was oh, abgeht. Nein. Oh mein ich Gott, hab verkackt. Okay. Ich hab Flickflack over the duck gemacht. Ich bin runtergefallen. Ich glaube, man braucht hier ein special Feingefühl. Einmal bist du auch runtergefallen? Oder nein. Geil. Du bist der Einzige, der runter. Du bist der Einzige. Geil. Ich hab die Rampe so gesehen schlecht. Und ich wusste schon, das ist nichts für Russik. Gleich kommt wieder Opa-Rampe oder so. Gleich kommen wieder die Ausreden, Max von Russland. Ich kann doch auch nicht so viel, dass ich nur Rentner seit und so lange durch habe. Seht ihr? Seht ihr, Leute? Hä? Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Jungs. Nein. Nicht kurz vor knapp. Ja, kurz vor knapp, Bruder. Nee, alles gut, hab mich gefangen. Bruder, doch. Manchmal muss man auch kurz vor knapp. Ich hab mich mit der Rentner-Technik gefangen. Und let's go! Als ob du schon am Ziel bist, ey. Ich hab jetzt richtig Angst, dass du uns sabotieren. Oh mein Gott. Nein. Hat er es geschafft? Nee, leider nicht. Boah, sehr gut, ich hab's aber geschafft. Er hat mich nicht sabotiert. Wichtig und richtig. Das wäre eine wilde Sabotage gewesen. Nee, ich hätte nicht so gefühlt, sag ich ehrlich. Sehr ehrlich, wäre schon wild an mir. Boah, nein, Rosak ist schon unten mir vorbei. Ich wollte eigentlich Rosak noch sabotieren. Nein, ich flieg runter. So, jetzt schnell nächstes Fahrzeug. Ich flieg runter. Er ist kurz vor dem Ende, ist er runtergeflogen. Das ist so eine Rentnerrampe. Das ist ich mag die Rampe jetzt schon. Nein, oh, er ist noch beim ersten Fahrzeug. Ja, super, ja, schön. Jetzt sabotiere ich ihn noch. Ah, schade, Rustig. Ich gönn dir, dass du es schaffst. Ich gönn's dir. Guck mal, er ist jetzt schon wieder am Beyblade. Wie kann man so schnell Beyblade wie du, Rustig? Ich hab beim Numpad, kennt ihr das so, wenn ihr beim Numpad so denkt, ihr seid auf der 5 oder ja, und dann bist du eigentlich bei der 2. Hatte ich am Anfang also, auch gehabt. Oh, nee, kenn ich nicht, weil ich bin mit Controller. Ja, und siehst du, weil ich die Leute mit die Numpad benutzen. Ah, weil Leute, ihr könnt doch auch mit Controller machen. Ja, nee, ist zu einfach. Ja, Controller ist zu einfach. Ich zock selbst Fortnite mit Controller. Ich bin schon immer Controller-Spieler. Ich kann gar nicht mit Maustastatur. Ja, was geht ab? Ich feier die... Oh nein. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Seid ihr auch so Maustastatur oder eher Controller-Spieler? Das würde mich auch mal interessieren, Alter. Leute, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Oh. Jungs, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr alle das schön schafft und ihr seid hoffentlich die Besten. Amir! Jungs, ich hoffe, dass keiner euch sabotiert, wenn ihr gleich mit diesen fetten LKWs da runterfährt. Max ist vorne! Oh. Er explodiert richtig. Schnell durch, jetzt schnell durch. Oh, Max, schnell durch, Max, schnell durch. Max ist gleich am Ziel. Jetzt schnell durch. Ja. Oh, wichtig, er hat mich auch nicht bekommen. Also das ist hier schon wieder widerlich, ne? Das ist schon wieder richtig ekelhaft. Hier geht's um Leben und Tod. Mir geht's gar nicht gut, Jungs. Ich hab zu lange keine Rampe mehr gespielt. Hä? Meine letzte Rampe war mit dir auch zusammen, als hab ich genauso lange keine Rampe gespielt. Nein, das zählt nicht. Nächstes Fahrzeug. Zack, zack, schnell. Spawn. Lange Blackscreen. Wow. Ey, was machst du denn? Ey, Digga, wie er mich sabotiert, Mann. Jetzt bin ich einfach Erster. Ja, danke, jetzt ist Ami Erster. Ich hab alles ist gut, komm, Kleiner. Ich schub's dich ein bisschen an. Komm, Kleiner, komm. Merkt ihr das hier schon wieder, wie die sich hier verbünden? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast halt Rostock direkt ausgelacht. Was kann ich dafür? Komm, fahr mal vor, Rostock. Mach mal ein bisschen Beyblade vor mir. Okay. Fahr mal vor. Ich mach Beyblade. Leute, nein, jetzt wird Ami viel früher im Chat sein. Danke, Rostock, für nichts. Denkst du, dass Ami früher im Chat sein wird? Ich denke schon. Okay, außer er war Cake jetzt hier. Das denke ich auch, weil ich kann ihn auch nicht einholen. Weil ich mach hier gerade richtig Rentner. Oh, ey, dieser Panto, das ist einfach. Man ist gefühlt so eine Kugel, ey. Man ist eine kleine, wie so ein Pokéball, gell? Ami ist ganz verdächtig ruhig hier. Er ist richtig ruhig, er ist zu ruhig. Ich hab mich gefangen, Jungs. Oh, ich bin auch fast runter gerade. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft!
Rustik! Oh, gut, Rustik, kein Problem, ich kann mich nicht sabotieren. Ich hätte dich jetzt echt mit. Nein, oh mein Gott! Das war knapp, Max. Das war knapp. Ich wusste das, wenn Amir vor mir unten ist, der will mich im Chat weghauen. Sei ehrlich, das war knapp. Oh, Jungs. Ach, Jungs, oh mein Gott. Das jetzt mit diesem Pantomanto-Kugelfänger, Alter. Leute, die Rampe ist nichts für schwache Nerven, sag ich euch sowieso. Die sind hier auch alle voll gleich auf, ne? Ich sag dir, aber ich meine, wir sind hier voll so zusammen. Ja, das stimmt. Die sind Alter. Ja, das ist jetzt, glaube ich, feiern. Also, wenn man damit nicht komplett braided ist, dann schafft es ja gefühlt durchzufliegen ohne Probleme. Oder? Eigentlich weiß nicht, ich glaube, ich mache ein bisschen dummes Zeug. Manchmal boostet man auch ein bisschen zu viel und dann kommt man in Schwanken. Wisst ihr, was ich meine? So dieses typische... So wie ich gerade, aber jetzt habe ich es geschafft. Nein! Warum springt der denn gerade nicht mehr? Ich mache gerade auch ein bisschen langsam. Oh, ich habe es geschafft! Ich habe außerdem falsch geboostet, aber ich habe es trotzdem geschafft. Und wir sind durch, Boys, durch. Nein, oh nein, bitte nicht, Oh, da kommt an. Ja, lassen wir Max. Komm, wir lassen Max. Ich hätte gejumpt. Ich weiß. Das ist nicht so ein Rustak, der kann halt jumpen, das ist das Problem. So, let's go. Oder auch nicht Rustak. Soll mir Rustak eine kleine Rache geben für das, was ich gerade gemacht habe? Ah, er verkämpft sie. Er wartet in der Lücke. Ich bin da so gewesen in der Lücke und hab gechillt, Jungs. Er hat sich so in der Lücke versteckt. Ich hab da mich versteckt wie ein kleiner. Ich freue mich auf so ein kleines Auto. Also, ich glaube, du hättest mich gar nicht erwischen können. Ja, doch, ich glaube, ich hätte dich sogar sehr, sehr leicht zur Seite geschoben. Ey! Oha. Was sind das jetzt hier für Ansagen, ey? Was habt ihr für ein Auto? Erzählt mal, Jungs. Ich hab ein Motorrad, Max auch. Wir sind jetzt beim Moped. Oh ja, nein. Motorrad ist ein Freerun. Uff. Außer man ist... Uff, Rustik, was war das denn? Ja, da redet er nicht Rustik, mehr, ne? Da redet er nicht mehr. Ich bin ganz normal geflogen. Was soll ich machen, wenn ihr so kleine Fliegen seid? Ihr seid für mich aus wie kleine Fliegen. Was Let's soll ich da machen? Go! Ja, Motorrad ist eigentlich ein safer Run. Also, wenn, dann müsst ihr in mich reinfliegen. Oh nein. Oh, ich hab verkackt. Ich irgendwas sabotieren kann. Ey, du hast verkackt. Ja, ich bin... Digga. Der ist nach links gejumpt. Oh mein Gott, bist du schlecht, Amir. Oh mein Gott, ist Amir schlecht, Leute. Er hat Motorrad verkackt. Checkt ihr das eigentlich, was hier gerade passiert ist? Was ist denn hier gerade? Er hat einen Free Run. Einen Free Run hat er gerade verkackt, Leute. Ja, Digga, komm, rede einfach. Rede, yalla, rede. Ja, ich rede ja auch. Oha, Motorrad? Nee. Das wird nichts fürs Motorrad. Schalalalala. Heute ist so ein schöner Tag. Schalalala. iCrimex auf dem ersten Platz. Easy $3,000. Nein, ich hab mich wieder ausgeboostet. Ist gerade eben auch was passiert. Warte mal, ich hab mich geübt. Nein. Oh, Leute. Ist doch einfach schön. Hey, du hast doch gefangen. Nein, oh mein Gott. So Platz zu sein, Leute. Ein bisschen Fußball. Niemals. Ich hab's. Nein. Warte. Wenn ich das überlebe, dann bin ich der klasse Digitalspieler. Nein. Nein! Ich hab nichts. Ey, das drückt. Ich wäre explodiert, wäre ich gegen dich geflogen. Ja, ich wäre explodiert, wäre ich gegen dich geflogen. Wer war hier gerade im Chat bei mir? Das war ich. Was ich gerade wieder hier gemacht hab, Digga. Oh nein, okay. Er hat's nicht getraut, weil ich hier so einen LKW hab. Ja, LKW, ich würde sagen Jeep, so ein dicker Jeep. Ja dicker Unimog. Jeep. Unimog. Das ist ein Unimog, meine Freunde. Oh, Rustik im Boost-Car über mich drüber geboostet. Ja, Digga. Das heißt, er hat den ersten Run verkackt. Ja, leider. Leider. Nein, ich verkacke auch den. Warum Bro, weniger Boost. Ey, warum? Ey, spielt ihr gerade schon wieder zusammen oder warum? Nö, aber. Digga, was ist denn los, Mann? Ich bin zu gierig. Heute bin ich irgendwie gut drauf. Heute gönn ich. Ich bin zu gierig, Jungs. Ja, wenn es jedem nur mir irgendwie nicht, habe ich doch, dir gönn ich das auch, Max, aber nicht jetzt. Weil ich hasse für den ersten Platz, da hast du ein großes Mundwerk. Ah, es ist halt einfach schön, auf dem ersten zu sein. Ey, Jungs, ich bin schön ist das, auf dem ersten Platz zu sein. Schön ist das, Amir weg zu... Oh nein. Was hast du gesagt, Digga? Schön ist es, auf dem ersten Platz zu sein. Schön ist es, Amir...
Nein! Er hat mich schon weggehauen. Ey, was ein 31er. Ich hab keine Lust mehr. Ich bin so schlecht. Ich booste einfach los und flieg immer weg. Um Russik muss ich mich ja nicht kümmern. Dann mach mal Booste. Jetzt jumpen. Jetzt hättest du jumpen müssen. Schräg und dann boosten. Statt, dass er einfach ein bisschen langsam macht und dann ab einem gewissen Ding erst boostet, wo er safe ins Ziel kommt. Nee, er boostet direkt und fliegt raus. Wow. So, jetzt haben wir schön fast ein Fahrzeug Vorsprung zu Amir. Alles easy, Bro. Das passt schon. So, das ist doch hier einfach... Das ist doch hier Taktik. Das ist einfach die Taktik. Was kommt als nächstes Fahrzeug? Tja, das wüsstest du jetzt gerne. Das hätte ich auch nicht gefragt. Als nächstes kommt irgendwie so ein... weißt du, kennst du diesen Blazer? Ja. So Quad, was aber auch ein Boot ist. So Quad, was zu Jetski wird. Ah, okay, verstehe. Wenn man da eine Taste drückt, weißt du? Ja, ich glaube, also Tastatur und Maus, das ist es. Genau. Ja, hey, Jungs, ich hab's endlich geschafft. Ich hab gerade getestet, dass der, den man verwandeln kann, auch in... Ja, ich hab's endlich geschafft. Oh, Rostag, warum? Warum? Oh mein Gott. Ich sag dir ehrlich, mein Rampenleben ist gerade mir vorbeigezogen. Rostag, ich dachte nur, warum? Warum? Warum bist du so fröhlich, so fröhlich? Oha. Man muss manchmal sich auch einfach verstecken vor den Chats. Er versteckt sich einfach vor mir, vor dem letzten Platz. Muss sich auch manchmal einfach vor den Chats verstecken. So ein Hund. Ey, ich bin auf dem ersten Platz, ich werde beide safe nicht reingerast. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Natürlich, Digga. Das wäre mein Ziel gewesen, Digga. Ziel des Abends, Alter. Ich werde dich noch wegsabotieren. Ich noch sabotieren, egal was kommt. Das heißt hier schon wieder dieses Wir, Leute. Checkt ihr das? Wir sabotieren dich. Was soll hier die ganze Zeit dieses Wir? Ja, Max wird geholt. Es war schon immer so, dass die alle auf den Ersten gegangen sind. Wenn ich Erster bin, geht ja alle auf mich. Und Russik Erster ist, gehen auch alle auf Russik. Da brauchst du dich nicht zu befreien, Max. Du bist ja der Erste, der mitmacht. Es ist halt wirklich so. Ich stimme dir zu. Ja, siehst du? Alle schieben Hasskicks auf den Ersten. Ja, weil der es nicht verdient hat. Keiner gönnt. In Wirklichkeit gönnt man nur dem hinter sich, dass er Zweiter wird. Selbst Erster wird. Mehr gönnt man den anderen auch nicht. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Okay, jetzt ist die Frage der Fragen. Wird Max ihn schaffen, sabotieren? Amir? Nee, ich hab Amir! Nicht so. Und manchmal muss man sich einfach verstecken. Ey, warum sind denn diese Rampen eigentlich so winzige Fahrzeuge? Die sind alle aus wie kleine Fliegen. Ja, die sind richtig schwierig, die wegzusabotieren. Oh, aber warte mal, was ist das denn jetzt hier? Okay, das nächste Fahrzeug ist nicht mehr klein wie eine Fliege. Oh gut, ich habe jetzt gleich einen Jet. Oh, hey, Jungs, bei welchem Fahrzeug seid ihr eigentlich schon? Bei diesem Blazer also jetzt fertig bei gleich. Lost MC. Oh, du hast einen Van. Du hast einen Van. Ja, das ist dieser Burrito. Let's go, Burrito. Digga. Oh, Mann. Wir haben sich schon freut. Er sagt, let's go. Oh, Max. So, Max. Oh, nein. Russi, können wir so ein bisschen in Kolonnen zusammenfahren? Ja, wenn du mich einholst. Oh, nein, nach vorne, komm. Oh, ja. Okay, ich lebe noch. Hä, das warst du? Ja. Er dreht, warum dreht er denn? Amir, was soll denn dieser 31er Scheiß jetzt? Amir hat mich weggehauen wie ein kleiner Vogel. Er ist so eine Ratte, Digga. Er ist so eine Ratte. Ja, wo ist der? Er versteckt sich dahin. Oh, du bist so ein Ekelhafter. Ich verstehe mich in der Kuhle. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Zeit gut gemacht, Leute. Oh, Leute, man muss sich manchmal einfach verstecken. Warte mal, dreht er da hinten? Drehst du um? Ich flieg weg, Mann! Hey, Max! Alter, Digga. Hey. Wo bist du? Ach nee, ich hab das neue Fahrzeug schon längst geholt! Ey, Digga, also Amir macht wirklich alles für den Sieg. Also, hey Jungs, ich bin echt in dieser Runde einfach nur wie so ein Sack Reis, der mitfährt. Ist uns schon aufgefallen. ich bin einfach lustig in dieser Rampe. Die ist einfach nur für Rentner gemacht. Man braucht nur Feingefühl, Bro. Ja, Rentner mit Feingefühl. Kein Speedy Gonzales. Man muss hier richtig schön landen, steuern, bremsen, warten. Wie hab ich mich da gerade gefangen, Alter? Alter, das gibt's doch nicht, ich will... Leute, ist so schlecht, Alter. Schalalalala, nächstes Fahrzeug geschafft. Und jetzt wird Amir wegsabotiert. Nee, Schalalalalala. Ey, Jungs, das ist die schlechteste Rampe, in der ich jemals mitgespielt habe. Ach, Mann! Tschüss, Amir. Oh, sei ehrlich, das war close, Digga. Wäre ich noch da runtergekommen? Jetzt schmeckt es halt einfach doppelt so gut, weil du kurz vor knapp noch wegsabotiert wurdest. Ja, aber das Fahrzeug schmeckt eigentlich. So schwer ist das, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, aber braucht halt Zeit. Ja, nochmal hat er sich nicht getraut, Leute, weil der Angst da ist. Uns lohnt's schon nicht, Bro. Warum soll ich dich um weg sabotieren? Der Bummi? Da will ich doch selbst zeigen. Jungs, ich flieg wieder. Ey, das ist... Was hab ich für einen komischen Jeep, der die ganze Zeit Breakdance macht, Mann? Life is good. Life is good. Schlecht, Alter. Das ist so schlecht. We're making some money.
Ich mach gar nichts mehr. Ich du wirst sagen, du darfst halt nicht nur Gas geben und hoffen, dass du richtig hinkommst. Guck mal, er fliegt hier einfach schon wieder mit dem LKW über mich drüber. So, das wird schon wieder nichts. Ich sehe das doch schon. Das wird was, Jungs. Rustag, hast du schon mal daran gedacht, einfach mit ein bisschen Skill zu punkten, statt mit Luck? Ich bin, kennt ihr das, wenn ihr so weit hin seid, seid ihr eh so unter Zeitdruck und dann wollt ihr einfach nur noch irgendwie. Ja, das stimmt. Man sagt ja auch, Achtung jetzt, Lebensweisheit von Papa Crimex, wenn du es eilig hast, dann lass dir extra Zeit oder irgendwie so geht das. Nee, Bro, Digga, ist da so. Hat meiner wieder zu viel auf Instagram Search mal gegoogelt. Oh, es ist wirklich so. Überleg mal, wenn du irgendwie Zeitdruck hast, du hast einen Termin, fährst Auto, du eilst dich besonders viel, baust einen Unfall oder so, weißt du? Wenn du Zeitdruck hast, dann lass dir extra Zeit. Ja, wenn du Zeitdruck hast, lass dir extra Zeit. Hast du dich interpretiert wenigstens mal? When you try your best, but you don't succeed. Haben wir versucht sein Glück. Zwei Leute versuchen ihr Glück. Nein, nein, aber ich fahre raus! Ja, ja, ja! Danke, Russik, danke. Ey, also wirklich, danke. Leute, wie geil sind die um mich gekreist, Mann. Alles richtig gemacht. Ein bisschen Spaß zu zeigen. Da ist die Welt voll Sonnenschein. Wir sind jetzt hier zusammen. Oh, Alter, also ihr seid wirklich, ihr ekelt mich an. Ja, hab ich gedacht. Das Problem ist, das Ding ist, Russik, Amir ist nur ein Fahrzeug, also er ist jetzt auch beim selben Fahrzeug. Der kann jetzt auch Erster werden. Bro, das Problem ist, ich bin doch schon weg. Wir sind aber kurz vorm Ende, Digga. Mehr will ich auch nicht sagen, Max. Oh, ja, schon ein paar Checkpoints. Ja, und dann gewinnst du. Toll. Ja. Was? Ist da etwa jemand gleich der Sieger? Da muss man wohl jemanden. Hat Max das jetzt eigentlich geschafft? Oder? Nee, Max ist gerade im Runterkram, jetzt schafft er's. Das weiß ich noch nicht. Ich kann ja immer noch flippen. Wenn du es eilig hast, lass jetzt. Oh, wow, Zeit. Danke für den guten Tipp, Rossack. Ja. wenn du tippst zu. Nee, ich werde jetzt wirklich auf Rossacks Tipp hören, weil ich habe gerade echt schon wieder so ein bisschen am Beyblade, aber weißt du was? Scheiß drauf. Lass dir Zeit. Wir haben ein bisschen abgesaved. Bist du jetzt erst beim Motorrad, Rossack? Ah, nee, ja. Bei dem Ding. Erst ja, bei dem Aquablazer. Alles gut, so. Max, lass dich ein bisschen mehr Zeit. Nein, ich bin runtergefallen. Jetzt kann Max nicht wirklich Zeit lassen. Max, lass dir doch ein bisschen mehr Zeit. Nö. Schade, dass du dir in dem Fall keine Zeit gelassen hast. Ich brauche meine 3000 Euros. Schade, dass du dir einfach keine Zeit gelassen hast. Ey, das war wirklich wegen diesem random Flick von meinem Motorrad. Nur deswegen verliere ich gerade. Flick, Flack, overstuck. Wow. Ehrlich, Max, siehst du das Ziel jetzt schon? Noch nicht. Wo du Auto schon hast? Ah, doch, jetzt. Ja, bist du Russland? Das ist die letzte Runde. Das ist meine letzte Runde. Bitte aufwachen, es schaffen und mal Max jetzt sabotieren. Oder, Junge, du bist raus. Ja, ich muss jetzt wirklich Max sabotieren. Und ich bin aber auf einem Motorrad. Nein, nicht dein Ernst, oder? Ja, okay, er hat gewonnen, Leute. Motorrad ist das letzte Fahrzeug. Oh. Außer du haust mich jetzt noch mit Chat raus, bis dann... Er hat einfach Motorrad. Digga, wieso machen sie das? Das ist Fahrzeug Motorrad. Also bitte, da hätten sie aber noch mal ein bisschen so. Ich weiß nicht, so. Ich weiß nicht. Rennt mir doch mal ein bisschen, oh, Jungs. So ein Golfkart oder sowas. Bist du so. Ja, so ein Golfkart. Nein! Lala, ich bin schlecht, Digga. Schön. So. Er dreht sogar noch mal. Checkt ihr das, was hier abgeht, Leute? Nein! Ausgewichen! Oh nein! Man hätte hier springen müssen. Ah, ja doch, ich hab's geschafft! Hab doch in den Lücken gewusst! Nein, okay, erster Leute. Erster Platz, 3000 Euro. Schade, Marmelade. Wir machen die Rampe aber noch fertig hier. Das ist ein geiler Tag, wenn man einfach Russack und Amir siegt. Das ist echt schön. Digga. Ja? Ach, das macht dir jetzt Spaß. Haut rein, Leute. Oh, das war Spaß, Alter. Mein Spaß. Aber jetzt machen wir auch noch die Rampe kurz fertig, Digga. Ey, Mann, das gibt's doch nicht, dass ich so eine schlechte Rampe habe heute. Ich bin mit Abstand eine Niete vom Malerfeins. Hast du jetzt auch Motorrad schon? Ja. Du fährst wieder mit dem Motorrad zum Ziel. Yep, Sir. Aber was würdest du machen, wenn ich schaffe, das Motorrad zu sabotieren? Das wäre krass. Ich schaff's auch. Ja, ich glaube, es ist unmöglich. Ja, doch, schaffen tut man's, aber es ist super schwer, Alter. Leute, mein Ziel ist es, jetzt noch einmal Armee vom Motorrad zu klatschen. Okay, das ist ein Ziel, mal schauen, ob du es schaffst. Okay. Augen auf und. Nee. Geh um, Bro, geh um. Das war's dann.
Molly, Ende! Nein, ich hab den Jump nicht geschafft, Strottel. Und GG, Leute! Ich würde sagen, zweiter Platz. Okay, GG an Max. GG an Max, muss man sagen, er war der bessere Fahrer. Leute, demnach würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und bestellt auch ein Video. Leute, checkt die unsere Videos mal ab. Bis jetzt wieder beim nächsten Rappenbrett. Ciao, euer Amir.